VBC 13. Wer hat hier die Klicks? Wen interessiert das? Matsche hat weniger als ich, doch du machst dieses Jahr nicht mit. Hast keine Lust auf das Gehate, oder vielleicht verbietet es dir dein Label. Lustige Geschichte, Matsche, du zwingst einen regelrecht zum Grinsen. Die Battle Rap Hair Tutorial Halloween Edition trifft den Zahn der Zeit von 2006 und erwartet dafür Respekt. Doch rappt schlimmer als ein Typ, der gar nicht rappt. Du wohnst jetzt in Berlin, nicht mehr im Osten auf dem Dörfchen. Ziemlich cooler Move, jetzt hast du's nicht so weit zu Universal, Dicker. Ein schönes Jahr, du hast mal wieder nichts gerissen, aber trotzdem Props an deine Visagisten. Du bist so schön bemalt, ein weißes Gesicht, doch sie hypen dich nicht. Life is a bitch, du bist so schön bemalt, bleibst weiterhin da, obwohl keiner dich mag, gibst du einfach nicht nach. Du bist so schön bemalt. Deine Rhymes sind unverständlich wie in Hongkong-Schilder. Das ist wie 2012, das Ende der Welt, was? Komm doch mal runter, Matsche. Hör auf, so angestrengt zu schreien. Das ist weder druckvoll gerappt, noch ein aggressiver Style, sondern übertrieben peinlich. Peinlich rappen kannst du gut, schnapp dir mal ein Abschminktuch. Matsche, Alter, was bist du für ein behinderter Mensch? In was für einer Welt lebst du, Alter? Internetpräsenz durch ein Gewinnspiel für die Fans. Und dann dein geisteskranker Psycho-Rap, du Spastiker. Dein Album wird auf jeden Fall ein Klassiker. Du bist so schön bemalt, ein weißes Gesicht, doch sie hypen dich nicht. Life is a bitch, du bist so schön bemalt, bleibst weiterhin da, obwohl keiner dich mag, gibst du einfach nicht nach. Du bist so schön bemalt. Die Kacke ist am Dampfen wie in Eskimo-Toiletten. Battle gegen dich ist wie eine Pechsträhne im Lotto, was?